Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Wir müssen hier rüber, aber aufpassen, was unser Hochspannungsstand. Okay, ich muss es doppelt früher absehen, wenn ich persönlich halt das Einbringen auf Vollgas da tun, betrachten Sie das, was Sie will. Führen Sie den nächsten Schritt aus, wenn Sie Ihren Treffer landen. Alles gut, das Timing ist immer dasselbe. Wenn das Angriffssymbol übereinander... komm ich hier. So, jetzt warten wir, ob das ausgeschaltet ist. Das war jetzt. Halt die Rübe. Leer lang. Beeil dich. Und runter. Keine gute Idee. Zurück geht nicht mehr. Ui. Und Rivo. Hoch oder runter? Gut. Runter. Und rüber. Was? Hoch. So. Ruhe. So, hoch und nochmal hoch. Und rein. Das Leaking Brain. Falsche Taste, gerade in der falschen Taste gedrückt. Leaking Brain. Da sind wir. Dann die Musik. Oh. Beiß. Halt du doch mal dein Maul. Also bei den Kopf gegenüber. Bein. Ich hab nichts für dich. Gegenüber. Da. Dein verdammtes Herz, wenn du hier. Herrn Junkie. Das Beste des Slums. Fragen Sie noch das Spezialität des Tages. Wer redest du? Jemand hat Johnny meinen Namen. Geh heul woanders, Bob. Ich bin kein Bob. Ein bisschen schrill, das kommt. Du siehst genauso verloren aus wie ich. Halt's Maul! Halt du dein Maul! Kopier, Tommy? Johnny will mein Herz zu Weihnachten. Wusstest du das, Tommy? Du bist hier sicher, Bob. Keine Sorge. Unglaublich! Edge hat's geschafft! Komm her, Schatz! Nillin, es scheint eine Ewigkeit. Es tut mir leid. Ich erinnere mich nicht an dich. Erinnerst du dich wirklich nicht an mein Modelgesicht? Tut mir leid. Modelgesicht? Wow, der Krieg hat uns alle nicht hübscher gemacht. Aber du bist frei, meine Liebe. Das zählt. Vielleicht. Ich fühle mich verloren. Eins nach dem anderen, Schwester. Erstmal raus aus den Gurten. Wie jetzt raus ausziehen?
Der Handschuh da, das ist deiner. Ich habe ihn aus deinem Unterschlupf. Und auch deinen verrückten Kampfanzug. Ein Glück, dass es dein freier Tag war. Tja, der hier ist hundertprozentig deiner. Viel besser als der, den ich hatte. Echt verrückt. Aber du bist die Einzige, die ihn verwenden kann. Was haben die mit dir gemacht? Da unten, in der Bastille, da musste ich, im Gegensatz zu dir, ja bis zum bitteren Ende bleiben. Na dann, zieh dich um. Dein Kampfanzug ist im Spind. Okay. Und natürlich bleibt die Tür offen. Alkoholiker. Bob! Raus hier! Ich hol Johnny! Die Eingeborenen haben das Gedächtnis eines Goldfischs. Ein großer Vorteil. Er wird dich also kaum an Olga Sedova ausliefern. Die Kopfgeldjägerin? Ist sie gefährlich? Bestimmt. Sie wird den Slum umflügen, um dich zu kriegen. Nicht nur um dich zu fangen. Typisch Gehirnratte. Kaum draußen und schon arbeiten. Nillen? Nillen! Au. Das ist für dich, David. Kann ja nur remixen. Was geht jetzt ab? Möchte ich das noch mal einsehen? Nein. Olga, Erinnerung. Olgas, vor 3 Stunden. Die Erinnerungsfusion. Jetzt bin ich Olga. Das ist für dich, David. Bei dieser Memorial-Transfusion hat Ihr Mann gute Heilungschancen, Frau Sedova. Schöne, gemeinsame Erinnerungen wirken extrem positiv auf Patienten. Ihr Mann leidet an einem klassischen Syndrom. Übermäßige Memorial-Löschungen, akute Abhängigkeit von externen Mnemonik-Stimuli. Erhöhte Gefahr oszillierender Identität. Also, die endgültige Zerrüttung einer bereits fragmentierten Persönlichkeit. Hier. Ah ja, noch gar nicht drin. Diese Endorphine beschleunigen den Prozess und erhöhen seine Empfänglichkeit für die Transfusion. Komm, David, erinnere dich an uns. Erinnere dich deiner selbst. Memorial-Transfusion erfolgt. Keine Sorge. Die Nymphea ist das beste Krankenhaus für die Behandlung von Memorial-Leiden. Sieht man. Alles wird wieder gut. Mit der Zeit. Ja, natürlich. Ach, gut. Oh. Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Er braucht weitere Behandlungen. Eine ganze Reihe. Es ist ein extrem teurer Prozess. Weiter, Dr. Quaid. Ich zahle für die Behandlung. Ziel aktualisiert. Lassen Sie Dr.
töten. Ihre Aufgabe ist es, die Szene zu verändern, dass Dr. David Sitover tötet, anstatt ihn zu heilen. Der erste Schritt besteht darin, die Erinnerungsstörung zu finden, indem sie drehen sie rückwärts, bis sie eine Erinnerungsstörung finden. Sie können RB gedrückt halten, um von dort zurückzuspulen. Ja, links. Sie nähern sich einer Erinnerung. Drehen Sie langsamer zurück. So. Die Nymphea ist das beste Krankenhaus für die Behandlung von Memorial-Leiden. Alles wird wieder gut. Mit der Zeit. Ja, natürlich. Ach, gut. Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Er braucht weitere Behandlungen. Eine ganze Reihe. Es ist ein extrem teurer Prozess. Weiter, Dr. Quaid. Ich zahle für die Behandlung. Ah gut, das war das Falsche. Nein. Gut. Ich weiß, was ich machen muss. So, nein. Wo ist die Pistole? Genau. Komm, weiter, weiter. Halt! Das ist für dich, David. Vorspulen. Da kommt der Doktor. Halt. Erhöhte Gefahr oszillierender Identität. Also, die endgültige Zerrüttung einer bereits fragmentierten Persönlichkeit. Hier. Gut. Diese Endorphine beschleunigen den Prozess und erhöhen seine Memorial-Flussumkehrung für die Transfusion. Ich bringe jetzt die um, glaube ich. Das ist unmöglich! Ah, erleide mein Fleisch! Karan! Halt! Nee, so soll es nicht sein. Es wäre zu einfach gewesen. Diese Endorphine beschleunigen so den Prozess und wollen ja nicht, dass seine die Empfänglichkeit für die Transfusion. Tachykardie, das ist sehr ungewöhnlich. Doktor, was ist los? Er ist ein wenig nervös, das ist alles. Kein Grund zur Sorge. Am besten auf friedliche Erinnerungen konzentrieren.
So, komm, David, geht's. Erinnere dich an uns. Erinnere dich deiner selbst. Kind der Wolken! Warum kriegst du? Was? Die Fliegen fressen mich. Die Fässer fassen nichts. Halt. Noch Gurt lösen, genau. Und ab geht's. Ratte! Wie ist das möglich? Meine Augen! Oh. So, das war's. Oh, ich hab mit diesem Kunstfäller geschafft. So, jetzt, da haben wir jetzt erstmal den Ehen besiegt. Ich will umgebracht. Dich nicht festnehmen. Willst du Memorize immer noch erledigen? Ja. Dann haben wir denselben Feind. Welch eine Wendung. Aber doch eine positive. Für uns alle. Ich weiß, Olga hat ihre Gründe. Eigentlich. Nur aus diesem Grund. Die große Olga Sedova nimmt Partei für die terroristische Revolution? Wirklich verrückt. Das letzte Mal, als ich dich eingebuchtet habe, warst du noch jung und frisch. Nur weil du nicht auf meiner Liste stehst, sind wir noch keine Kumpels. Keine Bange. Ich sage das romantische Wochenende zu zweit ab. Aber Nillen hat ein Rendezvous mit der High Society und die Route wird total überwacht. Irgendeine Idee? Oh, ich hab was Besseres als Ideen. So kenne ich dich, Nillen. Eine Zauberin. Keiner ist so spektakulär wie du. Zuerst schlägst du mich, dann ruinierst du mein Geschäft, wenn du Hassliebe willst. Na gut. Wie auch immer, wir verschwenden Zeit. Also da denkt wirklich nur an Liebe. Vielen Dank, Tommy, wirklich. Du bist ganz die Alte, Schatz. Edge hatte Recht, auf dich zu setzen. Alle zählen auf dich! Mit Dullkopf durch vorne ran. Letztendlich ist der Mensch nicht vollkommen schuldig. Er hat die Geschichte nicht begonnen. Noch ist er vollkommen unschuldig, er hat sie fortgeführt. Mein Kopf mag leer sein, aber das Risiko, das Tommy und Edge auf sich nehmen, um mich zu befreien, macht mich unruhig. Jetzt soll ich also die oberen 10.000 von Neo Paris bestrafen. Edge spricht von einer geheimen Mission im Herzen der Komfortburg Saint-Michel. Ein brutaler Weckruf für diesen Hochsicherheitsbezirk. Dort wird die Saat der Revolution aufgehen. Warum auch nicht? Obwohl sein Kampf legitim ist, ist es eine Freundschaft, die mir im Kopf herumspukt. Warum haben unsere Feinde mein Gedächtnis gelöscht? Bin ich wirklich so gefährlich? In der Brust, im Hals, an den Fingerspitzen spüre ich den Puls der Macht, die sie erschreckt. Sie erschreckt auch mich. Die Macht, das Gedächtnis eines Menschen meinem Willen zu unterwerfen. Seine Geschichte umzuschreiben. Gott zu spielen. Bloßer Gedanke macht mich verrückt. Ist diese Fähigkeit wirklich der Kern dessen, was ich einmal war? Dann muss ich all das neu erlernen. Ich muss dieses Talent nutzen.
geht zur Episode 2. Makrowelle. Was? Mikrowelle? Ja, das ist Makrowelle. Also fast wie Mikrowelle. Wann immer Lin eine Relation über euch vorträgt in seiner Gesundheit, weiß ich, ihr könnt ihr kommen, bevor sie nachdem sie einen Kinder ausgeschwächt sind, trinken sie eben. Willkommen im Bezirk Saint-Michel. Danke für Ihren Flug mit Air Sedova. Gute Jagd. Ich könnte einen Führer gebrauchen. Nein, geht nicht. Familienangelegenheiten. Dein erstes Ziel heißt Kayrie Sheridan. Ich brauche ein paar Geheimcodes aus ihrem Gedächtnis. Wer ist sie? Die berühmteste Architektin von Neo Paris. Ihr Gedächtnis speichert alles, was sie je gebaut hat, bis ins letzte Detail. Wo finde ich sie? Dein Kontakt nennt sich Bad Request. Er wartet auf der letzten Etage in der Saint-Michel-Rotunde. So, wie es wohl hingehen, seht ihr im nächsten Part. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.